Na, eigentlich ist die Ronne-Region alles andere als ein Wintersport-Mekka, aber wir haben einige Wintersportathleten hier bei uns von den Mannheimer Adlern in Sachen Eishockey. Mal ganz abgesehen, Laura Grasemann beispielsweise, die startet ja eben auch für den Skiclub Wiesloch und hat auch schon Olympia-Erfahrung gesammelt. Gemeinsam mit Lea Bois ist sie quasi an der Spitze eben vom Skiclub, führt das Ganze an. Wie gesagt, Olympische Spiele hat sie alles schon erlebt. Der DSV hat aber mittlerweile schon seit einigen Jahren jegliche Unterstützung eingestellt. Und wie es trotzdem klappt, dieser wahnsinnigen Leidenschaft nachzugehen, das erzählt sie uns doch mal am besten selbst. Das ist nämlich bei uns im Studio, Laura Grasemann. Herzlich willkommen. Wir duzen uns, haben wir schon im Vorfeld abgemacht, denn wir werden uns auch gleich noch ein bisschen betteln. Wie oft warst du in diesem Jahr schon auf Skiern? Wie oft ich in diesem Jahr schon auf Skiern war? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich schätze mal, ungefähr 50 Tage. Das heißt, es ist ungefähr ein Viertel von dem, was ich normalerweise zu dem Zeitpunkt im Schnee eben habe an Tagen. Ja, Wahnsinn. Also da kommt mancher maximal auf ein Zehntel dann im Urlaub. Ja. Wo liegt der Fokus? Wir haben es ja gesehen, du bist Buckelpistenathletin. Genau, ja. Ja, also der Fokus liegt in dem Fall auf der Buckelpiste und den Sprüngen. In der Vorbereitung trainieren wir das Ganze separat. Also die Sprünge werden dann unter anderem auch an der Wasserschanze trainiert. Dass man eben neue Sprünge lernt, dass man ohne Angst quasi Dinge verbessern kann. Ja, und die Buckelpiste wird dann quasi am Schnee direkt trainiert. Jetzt ist Wintersport natürlich saisonal etwas. Da vergisst man dann als Laie gern mal, dass dann auch im Sommer sehr viel Arbeit dahinter ist. Genau. Wie sieht das bei euch aus? Genau. Also wir hatten bisher immer die Saison so geplant, dass wir im Frühjahr auf dem Gletscher in Kaprun waren, in Österreich. Im Hochsommer ging es dann nach Norwegen auf dem Gletscher. Danach ging es weiter nach Zermatt auf den Gletscher, dann in Kaprun auf den Gletscher und dann geht in der Regel auch schon die Saison los. Also dann in der Regel mit Finnland, China, USA, Kanada, Japan. Dieses Jahr steht noch Kasachstan auf dem Plan. Ja, und wenn das alles vorbei ist, dann geht schon wieder die Saison weiter in Kaprun eben. Also ich bin quasi das ganze Jahr über im Schnee. Ständig auf Achse. Wir haben auch noch Bilder gefunden von deinem Instagram-Account. Können wir gleich nochmal draufschauen. Also was du alles dann noch im Sommer dann leistest, Mountainbiken unter anderem. Genau, genau. Also wo liegen da auch noch sportliche weitere Leidenschaften? Ja, also ich natürlich Mountainbiken gehe ich gern. Ich gehe sehr, sehr gern bouldern und klettern, Trampolin springen. Skateboarden offensichtlich auch. Skateboarden versuche ich auch manchmal. Und hier im Dirndl. Genau. Ja, na klar, also in München Molekularbiologie. Molekulare Biotechnologie, Biotechnologie, genau. Biotechnologie, ja. Himmel. Also das ist totaler Reihe. Aber wenn man jetzt dann doch schon das ein oder andere Mal dann im Dirndl steckt, wie viel Heimat steckt dann auch noch in dir? Ganz, ganz viel. Also ich bin natürlich hier in der Region zu Hause, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier geboren worden, habe hier jahrelang trainiert. Also meine Heimat ist ganz klar hier. Mhm. Olympische Erfahrung habe ich schon angesprochen. Was natürlich dann dahinter steckt, ist jede Menge Arbeit und die kostet Geld. Der DSV hat 2014 genau. Jegliche Unterstützung für die Buckelpistenathleten gestrichen. Wie kommt ihr über die Runden? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich habe einige Sponsoren. Ich bekomme ein Stipendium von der Willy-Robert-Pitzer-Stiftung. Und dann wird natürlich gearbeitet und das Geld angespart, wo es eben geht. Dann kommt der ein oder andere Job dazu. Ich meine, wenn man rund 200 Tage im Jahr weg ist, also nicht zu Hause, dann ist es schwierig mit einem geordneten Job quasi. Was ist denn so ungefähr eine Hausnummer? Was braucht man an Förderungen über das Jahr, um in der Weltspitze mithalten zu können? Also ich habe für meine olympische Saison rund 30.000 Euro gebraucht. Also dafür brauchst du natürlich externe Sponsoren. Genau. So, ja. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen auch ein bisschen Werbung jetzt für Buckelpistenfahrer, auch wenn wir das jetzt hier nicht so richtig können. Ich bin nur halb so fit wie Laura, aber wir werden es jetzt trotzdem mal austesten. Denn es gibt diese schöne Challenge, gemeinsam also an eine Wand lehnen und in 90 Grad mit den Oberschenkeln. Das machen wir jetzt hier hinten einfach mal an den Pfosten. Stellen uns hin. Und Sie können das Ganze jetzt auch noch weiter verfolgen, während wir in die Werbung gehen. Wir fangen einfach mal an. 3, 2, 1, los. Und zwar auf unserer Facebook-Seite, Facebook Live, können Sie das jetzt sehen. Ja, lassen Sie den Fernseher einfach an, gehen Sie auch noch auf Facebook und wahrscheinlich werde ich danach hier schweißgebadet und vermutlich auf dem Boden sein. Bis gleich. Okay.
und willkommen zurück bei Ron. Sie sehen einen völlig ausgelaugten Moderator und eine Laura Grasenmann, die, naja, sie lacht ein bisschen, aber sie hatte eben auch schon getittet. War schon anstrengend, ja. Ja, wenn Sie uns nicht bei Facebook Live verfolgt haben, ich habe kläglich verloren, naja, gerade so, also kurz danach. So kläglich war es nicht. Genau, können Sie auf jeden Fall noch nachschauen. Aber wichtig, wir blicken noch ein bisschen in die Zukunft. Olympische Spiele 2022, wie sieht es da aus? 29 Jahre, glaube ich, bist du dann alt? Genau, ja, vom Alter wäre das jetzt, glaube ich, noch nicht das Problem. Also bisher steigt meine Leistungskurve auch. Also 4 Jahre wären rein sportlich auf jeden Fall jetzt noch gut. Das Problem ist, dass der Skiverband auch nach unserer letzten Saison, die eigentlich durchaus sehr, sehr gut war. Wir hatten 2 Mädels bei den Olympischen Spielen. Ich hatte ein Podium, einen 9. Platz in der Weltrangliste. Leider ist aus der Förderung immer noch nichts geworden. Und so wie das im Moment ist, ist es halt auch einfach kein Zustand, in dem ich noch 4 Jahre weiter mache und eben mich dort an der Weltspitze dann sehe. Also ich hoffe, dass sich da was ändert und demnach nehme ich jetzt eine Saison nach der anderen. Und als nächstes stehen jetzt erstmal die Weltmeisterschaften an, die auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Ziel sind. Und genau, dann schaue ich weiter, was sich entwickelt und wie sich die ganze Sportart entwickelt in Deutschland. Wir drücken dabei die Daumen, nicht nur natürlich auf sportlicher Ebene, sondern auch aus Sportförderungsebene, was elementar wichtig ist für Sportler, gerade eben in den etwas Außergewöhnlichen wie Buckelpiste. Laura Grasenmann, herzlichen Dank.